Wir machen ein Tattoo-Studio auf. Moment mal. Erstmal ist Flo da. Flo und ich machen kein Tattoo-Studio auf. Wir haben ein Holzgeschäft für euch. Da liegt Holz. Das müssen wir jetzt erstmal in der Mitte auftrennen und was bauen. Denn ich sagte ja schon, wir machen ein Tattoo-Studio auf. Also, Flo ist da und hilft. Doppelte Power. Let's go. Achso, vielleicht Sägeblatt hoch, ne? Das muss hoch machen. Das wäre natürlich auch ganz smart. Das geht ruckzuck hier. Wie im Akkord wird hier durchgesägt und ich sag's nochmal, auch mit so einer kleinen Säge kann man alles machen, auch Massivholz. Das hier wollen wir haben, so in etwa. Das ist noch zu groß, 40x40. Denn wir wollen wieder einen Querschnitt haben, der vielen schon etwas bekannt vorkommt. Das Tattoo-Studio mache ich zusammen mit den Frevler-Boys auf. Das wird sehr cool und Flo hilft mir. Ihr habt ihn schon gesehen, er zieht die Sachen raus. Also wir wollen jetzt wirklich eine ganze Menge Holz abrichten und aushobeln. Wir brauchen 24 von denen und genauso viele von den langen. Und da liegt auch noch was. Ich hoffe, dass wir das überhaupt heute alles hinkriegen. Aber wir werden es mal sehen. Das Aufsägen geht schon mal klar. Ich glaube, das Sägeblatt ist danach hin. Aber ist egal. Was hast du? Bist du auch da? Ja, ich bin auch da und ich bin sehr... Sehr überrascht von der Säge. Krass, die zieht echt gut durch. Das ist nicht schlecht. Was ich auch sehe, was ihr nicht seht, ist, es gibt nicht nur News wegen eines Tattoo-Studios. Ich hatte es ja schon angeteasert. Da kommen ganz viele Sachen, die wir bauen müssen. Ich sehe da hinten aber auch was. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme eben gerade zu sehen war. Das ist was Schönes für euch. Aber ein bisschen dauert es noch. So, wir machen erstmal weiter. Und vielleicht teaser ich ja noch ein bisschen was an. Vielleicht. Okay, also, ich sag's, wie es ist. Der letzten war nicht so geil. Es war schon ziemlich scheiße, um ehrlich zu sein. Aber ja, wir sind noch beide da. Die letzten waren halt so etwas dickere, aus meinem Bestand noch. Ja, Flo ist komplett schmerzfrei. Ich habe so ein Foto, aber das heißt, mein Freund Flo und ich, das werdet ihr niemals sehen. Da baut er nur Scheiße. Aber du hast schon ein bisschen skeptisch geguckt. Also es war nicht, am Ende war es nicht so doll. Die 2 Meter Dinger auf 65, das muss nicht sein. Man muss aber auch sagen, mein Sägeblatt ist... Digga, kam gerade Staub von oben? Ah, das kann schon sein. Von der... Das ist ja toll. Also, das Sägeblatt ist nicht mehr so gut und ich glaube, jetzt ist es definitiv hin. Wir müssen noch einen Streifen schneiden und jetzt kommt was Wichtiges. Oh, man sieht hier auch, da war mal ein bisschen, Spannung im Holz. Da mussten wir stoppen, weil die Säge hat eigentlich von alleine gestoppt. Dann haben wir nochmal von der anderen Seite gesägt, ausgemacht, rausgenommen. Es ist alles okay, aber ich denke, das ist dann so ein bisschen die Grenze. Neues Sägeblatt wäre gut gewesen. Was wir jetzt machen, wir müssen jetzt alle Paare benennen, damit die dann auch je Rahmen immer wieder zusammen sind. Man könnte entweder alle verwechseln oder alle gleich machen, so sehe ich das. Wir haben viele kleine, wir haben viele große, die müssen wir jetzt irgendwie anmalen. Und einen kurzen müssen wir noch sägen, den müssen wir da rausholen. Und dann müssen wir alles abrichten, alles auf dicke hobeln, alles... Was du denn? Hey, Sauerpusten. Nimm dir doch einen Staubsauger. Gott, Flo dreht schon durch. Ja, vielleicht haben wir irgendwo auch noch einen anderen Escheriegel. Also zwei sind dazu gewürfelt, egal. So, was machst du? Na gut. Wir machen mal und sortieren. Wir machen das jetzt einfach mit einer 1. Oh, der malt ja gut, der Stift. 1 und 2... 3. Sollen wir uns auch die Orientierung noch markieren? Ja, auch noch, ne? Wenn, dann richtig. Hallo Mara. Das muss andersrum. Der hier muss andersrum. So. Was? Nee, warte. Nee, das haut jetzt gar nicht hin. Der muss einmal über Kopf gestürzt. So? Ja, aber dann... Hä? Nee, jetzt ist ja wieder die Zahl hier. Die Zahl muss zu dir. Aber wir hatten die Zahl doch gerade bei mir. Ach so, echt? Nee, da hä? Du auch nicht. Nee, die Zahl muss wieder. Die Zahl muss zu mir, Flo. Das ist ja ganz klar. Ja, logisch. So, pass auf. Geht ja schon wieder nicht. Ist deine Kante abgeschnitten? Von dem hier? Ja. Ja, dann ist wieder falsch rum. Das hier muss so, jetzt drehen wir den jetzt einfach. Drehen wir einfach den anderen. So, der muss zu mir.
So, und nun, jetzt wird nämlich kein Schuh dran. Digga, was ist denn hier passiert? Wir haben noch hier das Mittelstück. Das haben wir noch. Ach, wir haben die Mitte rausgesägt. Ja, aber trotzdem. Ja, dann ist es natürlich glasklar. Nee, haben wir nicht. Können wir ja gar nicht. Es ist glasklar, Flo. Hey, das muss doch ein Kantenstück sein, weil die hast du doch mit der Säge. Ja. Pass auf. So. So, jetzt leg mal die. Ja, so. So, das ist ein. Meinst du, da war die Feier? Das war auf jeden Fall hier irgendwo. Nee, das war noch. Nee, das ist ja nicht die abgesägte Kante. Nee. Die hast du ja. Doch. Das läuft schon richtig gut. Was machst du denn jetzt? Ja, wohin damit? Ja, weg. Okay, also oder? Dann. Ja. Das kriegen wir noch raus. Wir haben jetzt nur einen vertauscht, das ist gar kein Problem. Oder? So. Jetzt müssen wir noch die ganzen kleinen beschriften und einen kleinen sägen. Easy. Flo ist gerade schon zur Absaugung gestiefelt. Die kleinen Teile sind alle gehobelt. Das, was ich am meisten vermisst habe, weil ich jetzt ja sozusagen, wenn ich nur arbeite, alleine arbeite, also nicht drehe, weil da ist ja Hanna dabei, ist mit wem quatschen zu können. Es ist so einsam. Jetzt ist die Frage, ist es voll oder nicht? Oh, das geht ja noch voll klar. Aber das sieht ja irgendwie komisch aus. Das vom Sägen das meiste, ne? Das ist sehr, sehr fein. Oh, huh. Ihr seht ja gar nichts. Das ist sehr fein. Ah, nee. Das ist ja jetzt keine Spiralmesserwelle mehr, ne? Eigentlich sind die Späne da ein bisschen größer. Wundert mich ein bisschen, dass die so klein sind. Was sagst du? Riecht gut? Ja, das ist ein wunderbarer Duft, ne? Also ich glaube... Super geil. Also ich glaube, abrichten können wir den Rest auch noch und dann müssen wir leer machen. Eigentlich wollte ich euch das zeigen, weil die Späne halt ganz anders sind. Die sind eigentlich viel länger, weil ja hier nur ein normales Messer drin ist, also mehrere. Und die Späne könnte man auch besser zu Briketts pressen, aber irgendwie sehen die anders aus. Hier ist ja eine Stapel auf meinem Müllwagen gestapelt. Flo ist kreativ. Spätestens beim auf dicke Hobeln müssen wir dann bestimmt zweimal leer machen. Und Mara ist auch am Start. Die findet es nicht so toll gerade, weil wir überhaupt keine Zeit für sie haben. Ist auch ganz cool. Oh Gott! Digga, hey, ist das so klar. Nein, lass das eingesteckt. Seht ihr das? Das muss nicht sein. Aber ich habe das gemacht. Mir passiert sowas auch. Ich sag's mal so. Ah, das darf ich ja gar nicht so zeigen. Oh, habe ich das jetzt schon gezeigt? Hier wäre ja auch eine Steckdose gewesen. Direkt neben dem Staubsauger. Naja, so. Einmal kurz. So, ich wollte ja eigentlich einmal zu Mara. Marlies, wie findest du das? Scheiße, geht mit mir raus und spielt mit mir. Will hier nicht sitzen. Hab nichts zum Knabbern da. Ich weiß, wir gehen auch später noch raus. Hallo? So, wir machen weiter. Wir haben da immer ein Problem. Also ich, manchmal. Ich hatte schon mal gesagt, manchmal ist das für mich ein bisschen... Habe ich das schon mal gesagt? Weiß ich nicht. Für mich ist manchmal ein bisschen schwer, die Sachen durchzuschieben, weil die am Ende sich irgendwie nicht schieben lassen. Es gibt mehrere Ideen. Eine Idee ist... Dieser Tisch hat keine Fräsung. Das heißt, es könnte zwischen Holz und Tisch ein Vakuum entstehen, wenn es perfekt plan ist. Und dann geht es halt eben nicht mehr so einfach zu schieben. Flo hat auch noch eine Idee. Er sagt, vielleicht sind die Häkchen hier, diese Nasen, zu scharf. Und die sind tatsächlich ganz schön scharf. Also so scharf, dass zum Beispiel, wenn man einen ganz leichten Hobelschlag hat, warum erkläre ich das eigentlich? Du hast das viel besser erklärt. Dass der dann zwischen den Zähnen hier hängen bleibt. Wie ein Knoten in den Haaren. Das kennen Flo und ich mit unseren kurzen Haaren besonders gut, das Thema. Tatsächlich, was klebt denn hier auch dazwischen? Hast du das schon mal gesehen? Bestimmt. Das ist bestimmt Harz. Das ist kein Harz. Das ist Blech. Fass mal mit dem Finger an, das ist scharf. Aua. Nee? Ja. Der Finger passt auch nicht zwischen, ne? Nee, Mann, da ist so fett dafür. Guck mal, guck dir das Finger an. Also auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen ein Thema und wir versuchen das rauszufinden. Vielleicht habt ihr eine Idee dazu. Es kann natürlich auch sein, dass ich einfach zu blöd bin zum Abrichten. Wäre ein bisschen komisch, wenn es so ist, weil ich das eigentlich doch relativ oft mache. Ich habe aber auch sehr glatte Hände. Das klingt so blöd. Flo ist erst mal mit dem Cut. Das ist echt Blech. Ja, das habe ich ja gerade eben gesagt, Digga. Hä? Was macht das Blech hier drin? Marisa, kann man das rausziehen? Das ist ein ganz schön spitzes Blech. Hat da jemand Blech mit abgerichtet?
Ich könnte euch jetzt ein witziges Video einblenden von so einem Inder, der einen Hobel damit abrichtet. Das klappt nicht. Du brauchst eine Spitzzange. Was hat da so gerumst? Überall solche. Also, wir sind hier noch ein bisschen am Prok. Jetzt hat er's. Jetzt. Ja, das ist ein. Was ist das? Das ist irgendein Nadelholz, glaube ich. Aber das ist doch Blech, oder nicht? Nee. Das ist doch wirklich verrückt. Das ist auch Holz. Ernsthaft? Ja. Das gibt es nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja auch Hobel, ne? Guck, da hat er's. Wie hast du das jetzt rausgekriegt? Bisschen rumgeprügelt. Ja. Wie hat derjenige das da reinbekommen? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Also, vielleicht liegt es ja hier dran. Wir hobeln jetzt gleich die lang und dann werden wir es ja sehen. Aber das sind so die lustigen Sachen zwischendurch. Ich schreie mal gegen die Maschine an. Ich habe gerade versucht, nebenbei auf Dicke zu hobeln. Das geht nicht. Die Absaugung packt das nicht. Sind zu viele Späne dann im dicken Hobel. Man sieht das auch. Das heißt, das Holz kann nicht gut durchgeführt werden. Deswegen muss leider nur einer arbeiten. Ein bisschen enttäuschend. Laut ist das hier. Ja, ich erzähl später nochmal, ne? Die Pappnase da hinten. Hä? Flo samt Tim. Also wir haben hier echt eine ganze Menge Esche, das muss man jetzt auch mal sagen. Ne? Das ist schon wirklich ein ganzer Haufen. Und den müssen wir jetzt auf Dicke hobeln. Let's go! Richtig Bock. Die sehen echt crazy aus, die beiden. Das sind ja auch viel geil. Sehen nicht die Oliver aus. Ja. Es ist ein neuer Tag. Es ist noch früh und es ist vor allen Dingen auch irgendwie Sonntag. Die Teile haben wir alle fertig. Die müssen alle noch. Ein ganzes Stück. Das ist halt das Ding. Also obwohl wir halt schon vorgeriegelte Sachen hatten, haben wir uns ja mindestens einen Arbeitsschritt, das grobe Aufsägen, gespart. Aber das Hobeln dauert echt lange bei so vielen Teilen. Wirklich lange. Wie lange, schätzt du, brauchen wir jetzt wohl noch? Anderthalb bis zwei Stunden. Dafür? Ja, ich glaube schon. Oh Gott. Also ich sag eine. Ich habe auch keine Uhr um. Ich weiß auch nicht, wie spät es ist. Es ist jetzt 9:10 am Sonntag. Hello, wir fangen dann mal an. So. 20 Minuten dauert das, wenn wir die alle einmal durchgejuckelt haben, weil wir nur wir können immer nur einen Riegel reinpacken gleichzeitig, weil wir haben zwar eine gegliederte Rückschlagschutz-Dingsbums, aber keine gegliederte Auszugswalze. Das heißt, wenn man mehrere gleichzeitig reinpackt, dann kann es sein, dass die halt nicht sauber durchgeführt werden, also manche irgendwie stehen bleiben und da kann es dann relativ einfach zu Hobelschlag kommen. Deswegen hatte ich bei Instagram schon mal gesagt, dass ich diese Maschine gerne, glaube ich, gegen eine größere austauschen würde, einfach weil es dauert einfach unverhältnismäßig lange. Allerdings müssen jetzt die Absaugungen sauber machen, also mit einer Stunde kommen wir vielleicht hin. Vielleicht. Hast Bock? Ja, sicher. Absaugung, geil. Geil. Ja, Absaugung, große Kaka. Wir haben's geschafft. Ja. Wir haben ein Stück, was tatsächlich kaputt gegangen ist. Das spricht so ein bisschen für die Qualität unseres Holzes. Ich bin wirklich selber begeistert. Also ich meine, wir wissen ja, dass die gut ist, deswegen haben wir das auch so ausgesucht. Aber ich finde das mal wieder toll, wenn man das selber benutzt und einfach feststellt, yo, also bei so vielen Metern Esche, das sind ja wirklich, wirklich viele Meter Esche, sehr viele, habe ich jetzt eine einzige Stelle, die ich reparieren musste. Das ist wirklich gar nichts. Ja, trotzdem hat es sehr lange gedauert. Ich bin super froh, dass Flo dabei war. Jetzt ist eine Stunde hat es gedauert und wir mussten zweimal die Absaugung leer machen, damit sehr, sehr viele Späne. Das Ding ist, jetzt müssen wir noch mehr Jiggedies bauen fürs Absägen und so und jetzt geht's halt einfach nonstop weiter. Die Flo spielt hin mit dem Viking-Arm rum. Was ja, wird? Ein bisschen Kiefer spreizen. Aber ein bisschen Kiefer aus dem Wasser, ne? Ja, machen wir auch gerade, hier ist auch ein Snack. Oh, hier, komm,
Jetzt holen wir da raus. So. Ich hab vergessen, was ihr ist. So, wir bauen einen Jig. Wir müssen alles mit der Kappsäge absägen. Wir haben jetzt hier so ein Zero Clearance Insert gemacht. Dann haben wir sozusagen nur die Schnittfuge, es reißt also weniger aus. Flo lenkt die jetzt ab. Soll ich das festmachen? Du stehst hier, du bist so lost. Wieso? Ja, ich fühle mich genauso, ich sag ja nichts, aber. Ja. Soll ich das festhalten? Vielleicht sind wir auch zwei Lost Boys. Ja, besser ist. Nicht, dass wir nachher. Oh, Vorsicht! Was machst du denn? Ja, ist fast weggeflogen, siehst du das nicht? Warum machst du denn die Zähne so komisch? Guck, jetzt ist weggeflogen, Digga, was ist denn? Was ist denn da los? Hast du einen Strich auf meine Werkbank gemacht? Hm? Nein. Doch, Digga, hast du. Das sehe ich von hier. Hä, das war ich nicht. Das wäre wild. Das war schon so. Das wäre wild. Also das ist jetzt auf jeden Fall der Stopp-Block. Und dann kann man die absägen. Und ich muss die anderen wieder nummerieren, weil wir jetzt ja sozusagen die Hirnholzkanten abschneiden, wo wir drauf nummeriert haben, welche Teile zusammengehören. So. Hey. Flo fängt an zu sägen. Clearance. Mega. Aber ich glaube, du kannst ein bisschen schneller schneiden. Okay. Oder? Eine Million Rahmen. Da oben so eine Zwinge drauf. Löcher füllen, Taschen fräsen. Dafür haben wir die Fräsvorrichtung ja letztens in einem YouTube-Video gebaut. Vielleicht erinnert ihr euch dran. Genau dafür hatte ich das gemacht. Genauso wie das letzte Video mit der Bohrvorrichtung auch dieses Mal sehr nützlich ist, weil ich 1 Milliarde Löcher bohren musste. Es ist Montag. Und ich habe gerade noch was gemacht. Flo schmiert zu Hause, leider. Es hat super viel Spaß gemacht. Die Rahmen stehen hier überall rum. Taschen müssen noch reingefräst werden. Ich habe hier eine Platte draufgeschraubt. Der Vlog ist jetzt erstmal zu Ende. Es war jede Menge Arbeit. Und ich habe es bei Instagram schon mal gesagt. Wenn jemand einen wirklich hochwertigen, dicken Hobel zu verkaufen hat, schreibt mir gerne. Bei Instagram oder wo auch immer. Ich bin wirklich interessiert. Und für all die, die nochmal fragen, ja, wo sind denn die großen Maschinen hin? Grundsätzlich ist ja so, ich finde die Aufgabe ganz toll, euch zu zeigen, ihr könnt mit kleinen Sachen auch echt viel machen. Und man kann das auch, das sieht man ja. Wir haben, weiß ich nicht, wie viel Meter Holz abgerichtet, gehobelt, abgelenkt. Und das alles eher mit kleinen Maschinen. Klar, die Abrichte ist groß, aber wir hätten genauso gut einfach diese Abrichte nehmen können. Das wäre gar kein Problem gewesen. Manchmal ist es aber so, an manchen Stellen kickt so ein bisschen die Bequemlichkeit rein.
Und wie gesagt, im Tattoo-Studio werden wir noch sehr, sehr viele Sachen bauen. Da wäre es vielleicht dann gar nicht so schlecht, einen richtigen großen, dicken Hobel zu haben, um mehr Teile durchzuschmeißen. Ich habe ehrlich gesagt, weil der Vlog über so viele Tage geht, keine Ahnung, was ich erzählt habe. Im Zweifelsfall muss ich im nächsten Vlog ein paar mehr Infos zu all den Themen raushauen. Jetzt ist er erstmal zu Ende. Ich muss jetzt nämlich wieder arbeiten. Aber erstmal nicht an dem Projekt, sondern an einem anderen. Also bis später.